Schienen werden ihm die Welt bedeuten. Dem neuen Schienenprüfzug der Deutschen Bundesbahn. Seine Aufgabe, laufende Überwachung des gesamten Schienennetzes. Eine Vorsorgeuntersuchung mit Ultraschall. Dieser Zug, der alle wichtigen Strecken des Netzes der Deutschen Bundesbahn regelmäßig ein- oder zweimal jährlich befährt, wurde in den Laboratorien der Bundesbahn-Versuchsanstalt in Minden entwickelt und dürfte heute als einmalig in der Welt zu bezeichnen sein. Einmalig ist er deshalb, weil er selbst bei relativ hoher Laufgeschwindigkeit von 50 km pro Stunde eine ganz erstaunliche Prüfgenauigkeit aufweist. Dieses moderne Messlabor auf Schienen löst den alten, technisch überholten Prüfzug ab, der 20 Jahre lang nicht nur das deutsche Schienennetz auf Materialfehler inspizierte. Auch viele ausländische Eisenbahnverwaltungen forderten den deutschen Prüfzug an. Jeder Millimeter des Schienennetzes wird gemessen und registriert. Das Tagespensum 200 bis 250 Kilometer. Gemessen wird mit Ultraschall. 12 Prüfköpfe unter dem mittleren Messwagen schicken Ultraschallimpulse aus verschiedenen Winkeln in die Schienen. 5000 Impulse pro Sekunde. Die Signale werden von den Rändern der Schiene reflektiert und als Echo von der Messeinrichtung aufgefangen. Trifft ein Impuls auf eine schadhafte Schienenstelle, dann verkürzt sich die Echozeit. Der Materialfehler ist gefunden und sei er auch nur Millimeter groß. Die Messergebnisse werden elektronisch umgewandelt und mit einer Doppelkamera auf Film aufgezeichnet. Dieser Filmstreifen, das Streckendokument, wird von besonders geschulten Mitarbeitern der Bundesbahnversuchsanstalt ausgewertet. Nicht nur die Messtechnik ist auf dem höchsten Stand. Auch für die Zugbesatzung, die das ganze Jahr auf der Achse lebt, brachte der technische Fortschritt dieses Zuges mehr Komfort. 8 Einzelkabinen, Dusch- und Waschräume, eine Küche sowie Aufenthalts- und Funktionsräume entschädigen ein wenig für das rollende Nomadenleben der Ultraschallmannschaft im Dienst der Sicherheit.